Ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video möchte ich einmal die jeweiligen Vor- und Nachteile der drei gängigen Zeltkonstruktionen, Bauartvarianten beleuchten, die wir so zum Wandern, Trekking, Aufenthalt in der Wildnis benutzen. Das heißt, ich vergleiche hier das Tunnelzelt mit dem Kuppelzelt und dem Pyramidenzelt und versuche dann auch am Ende des Videos so ein kleines Fazit zu bringen, was für jeden eventuell möglicherweise am besten geeignet sein könnte. Auf die Wurf- und Schlauchzelte, das heißt diese sogenannten Pop-Ups und aufblasbaren Zelte, werde ich hier nicht eingehen. Auch die werden mal hier und da möglicherweise vom einen oder anderen benutzt, halte ich jedoch für genau solche Zwecke, die ich da beschrieben hatte, einen entsprechenden Aufenthalt in der Wildnis für eher ungeeignet. Zuerst, das hat jetzt mit dem Zelt rein gar nichts zu tun, aber hier guck mal für den Eli. Ja? Willst du einen kleinen Happuschmacku haben? Aber ey, Eli, nein, Anrichtung, komm hier rein damit. Anrichtung, so ist sie fein. Nicht, dass er dann hier wieder zu den Füchsen trägt, ja. Ist auch der Eli bespaßt, haben wir sichergestellt, für den Rest des Videos in jedem Fall ausreichend beschäftigt. Und ich beginne jetzt mal mit dem Thema Zelte. Einleitend hier was zu sagen, was ist eigentlich überhaupt ein Zelt? Na, man könnte sagen, es ist ein leichter, zerlegbarer, temporärer Bau, der aus einer Hülle besteht, das heißt einer Zelthaut oder Zeltaußenhaut und in meistens einer inneren Tragkonstruktion, das heißt dem Gerüst und den Zeltstangen. Zelten dienen dem Reisen, der Versammlung oder auch bei nomadischen Völkern irgendwo dem Wohnen. Ich persönlich auf meinen Touren vereine all diese drei Merkmale ineinander, denn wir sind mehr oder weniger Reisenomaden in einer winzigen Handvoll kleinen Gruppe. Ja, und da es bei mir auf dem Kanal, das habt ihr schon gesehen, das ein oder andere Video zum Thema Zelt gibt, entsprechend bei mir auch parallel dazu auf meiner Webseite in den jeweiligen Lesebeiträgen, weil nämlich das Thema Zelt für mich ein sehr essentielles ist, aufgrund der Aktivitäten, die ich betreibe. Ja, man könnte sagen, wenn Dominik sich jetzt ein paar Gegenstände auswählen müsste, die er benötigt, um irgendwo in der Wildnis zu leben, das heißt sich aktiv über längeren Zeitraum dort aufzuhalten, dann wäre das in jedem Fall Punkt Nummer 1, das Zelt, ganz wichtig, als die sichere Unterkunft irgendwo. Und dann könnte man jetzt noch sagen, ein Messer, ein Rucksack und was zum Feuer machen. Ne? Das sind so die Dinge, mit denen könnte man jetzt irgendwie eine längere Zeit irgendwie überbrücken. Und das Zelt, das heißt da, wo wir schlafen oder da, wo wir uns auch während einer Schlechtwetterperiode möglicherweise länger aufhalten, ist wirklich der Ort, der für uns irgendwo die größte Sicherheit und auch dieses Wohlbefinden, dieses Zuhausegefühl auch so ein bisschen aufkommen lässt. Egal, wo man irgendwo ist, man packt sein Zelt raus und fühlt sich dann immer zu Hause. Und von daher ist das nicht ganz unwichtig und daher entsprechend jetzt mal dieser Vergleich von diesen, es gibt mehrere Arten von Zelten, Autozelte zum Beispiel, also Autodachzelte und so weiter, große Gruppenzelte, Zirkuszelte. Das ist aber alles jetzt nicht wichtig in diesem Video, darauf gehe ich überhaupt gar nicht ein, sondern hier geht es nur um das, was wir uns praktisch irgendwo in den Rucksack stecken können, loslaufen und damit dann draußen leben. Und da beginnen wir jetzt mal mit der Zelt, wenn ich diese drei genannt hatte, mit der, die meiner Meinung nach am ältesten von der kommerziellen Schiene ist, die aktuell am wenigsten Beachtung findet, aber die in der Vergangenheit mal am populärsten war. Nämlich so ungefähr, so Pi mal Daumen, 30 Jahre ist es her. Das Fürstzelt. Das ist ganz einfach eine Dreiecksform, also wirklich ein einfaches Dreieck von der Silhouette her, die relativ schnell aufgebaut ist. Meistens relativ kleines Packmaß und damit auch relativ leichtes. Und der Vorteil natürlich von einem Spitzdach, es gibt praktisch keine Ansammlung von Niederschlag. Das heißt weder Regen noch Schnee irgendwo auf einem Dach.
Und damit habe ich dann auch schon die Vorteile genannt, dieses Fürstzeltes. Und die Nachteile beim Fürstzelt waren dann praktisch auch die, die dazu geführt haben, dass es so gut wie fast vom Markt verschwunden ist. Nämlich der größte Nachteil hier ist die relativ ineffektive Raumnutzung. Ja, man hat nur sehr geringes Volumen. Und wenn wir uns jetzt ein Spitzdach vorstellen und mal davon ausgehen, dass das Pi mal Daumen einen 45 Grad Winkel hat, dann kann man sagen, ist zumindest theoretisch auf dem Papier die Hälfte des theoretisch möglichen Volumens nicht nutzbar. Da natürlich kein Zelt 100% gerade, wenn nur ein 100% ebenes Waage welches Dach hat, sagt man so ungefähr 50-60% kann man nur von diesem Raumvolumen nutzen. Und das ist im Vergleich zu allen anderen, auf die wir jetzt gleich eingehen werden, somit der schlechteste Wert überhaupt. Ja. Es ging dann also runter und nebenbei hat es dann noch die Nachteile, es ist nicht freistehend, was erstmal nicht so schlimm wäre, aber daraus resultierte der nächste Nachteil, dass es auch nur eine minimale Windstabilität hat. Egal wie man es abspannt, es ist grundsätzlich nicht so stabil wie beispielsweise andere Konstruktionen. Und damit kann man dann sozusagen auch schon auf die Eignung schließen. Es ist eigentlich eher nur für leichtes, ich würde sagen eher mehr ein geschütztes Terrain geeignet. Der Klassiker zum Beispiel geschützt in Form von dichter Vegetation, Wald zum Beispiel. Und leicht, was kommt denn auch auf die Jahreszeiten hinzu? Ich würde es auch mal als reines Sommerzelt irgendwo titulieren. Ja, das soll jetzt nicht böse klingen, aber auf dem Campingplatz sieht man sie das ein oder andere Mal noch. Ne? Und auch ich hatte damals, das war mein erstes Zelt, was ich hatte, denn zu DDR-Zeiten gab es nichts anderes. Und das war genau doch diese Zeit, wo ich gesagt habe, wobei ich jetzt schon ein bisschen älter als 30 bin, ja, das ist da, wo sie aus der Mode ging. Aber da, wo ich praktisch noch reingewachsen bin, da war ich so ein Steppke. Also ich war als Baby schon im Zelt, bin ich groß geworden und das war halt jenes Fürstzelt. Da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern, also noch sehr gut dran erinnern. Ist Spitzdach in einem Giftgrün gewesen, kleines Fenster auf der Kopfseite bzw. Fuß, je nachdem wie man geschlafen hat und dann den Eingang. Zwei Stangen jeweils am Ende und 6, wenn ich mich erinnere, Heringe und 2 für die Stangen waren 8 und das dürfte es dann auch schon gewesen sein. Einlagiger Aufbau, das heißt nur kein Innenzelt, kein separates und das Ganze war mal abgesehen vom absolut grauenhaften Klima, das heißt, ich bin eigentlich so mit dem schlechtesten Zeltklima groß geworden, was man sich überhaupt denken kann, bin ich auch mit dem kleinsten Zelt groß geworden, mit dem man sich denkt, es war die ganze Zeit so. Ja, man kann sagen, wenn man ein Fürstzelt entsprechend rucksacktauglich macht, nach damaligen Verhältnissen muss man mal sagen, dann war das auch immer, also es war nichts für große Menschen, es war so eine Dackelgarage. Und genau da kommt dann nämlich auch der Begriff her, mal ein paar Beispiele jetzt von den Fürstzelten zu nennen. Das bekannteste ist in jedem Fall die Bundeswehr-Dackelgarage. Ja, das heißt, 2 gegeneinander aufgestellte schräge Zeltbahnen im 5-Farben-Flecktarn-Format. Das heißt, ein Soldat hatte eine Bahn und hat sich immer mit einem anderen Soldaten zusammengefunden. 2 Soldaten haben ein Zelt zusammen aufgebaut, beide denn da drin geschlafen, mit dem jeweiligen Gestänge, vorne, hinten. Und die 2 konnten sich dann sozusagen reinschieben. Aber ich habe es dann später noch genutzt als Ein-Personen-Zelt. Da ging es noch. Aber nichtsdestotrotz überwogen natürlich jene Nachteile, die ich da besprochen habe. Mal abgesehen in diesem Fall, weil es ein Baumwollgewebe auch noch vom Gewicht gewesen ist. Ja, aber da sieht man denn, wie schnell man ein Fürstzelt bauen kann, halt eben aus einer Plane oder einem Tarp. Ist das mal eben schnell mit 1-2 Gestängen oder aber auch einer Fürstlinie, je nachdem wie man es aufbaut, improvisiert. Und dann haben wir jetzt noch ich habe mal geschaut, was überhaupt noch auf dem Markt ist und da ist mir natürlich sofort eingefallen, das Hilleberg Anaris. Ist allerdings auch genau daher entstanden, aus der Zeit, wo ich halt herkam, wie ich beschrieben hatte, das war damals mal Mode und naja, Bo hat sich mal zurückentsinnen auf die Anfänge des Zeltes und damit was auf den Markt geworfen, denn es hat natürlich nicht ohne Grund, die Nummer ist ja von daher clever gewesen, da wir ja diesen Trend zu immer mehr Leichtgewicht haben, Ultralight und so weiter, hat hier gesagt, das wäre nämlich ein Vorteil einer solchen Zeltkonstruktion, wenn sie nicht besonders viel Gestänge beinhaltet und relativ simpel aufgebaut ist, kann man damit ein Gewicht punkten. Ja, und das ist das Anaris in jedem Fall, es ist leicht. Ja. Und dann habe ich mal geschaut, was noch so auf dem Markt nehmen ist, was mir eingefallen ist. Und da habe ich gefunden, das Nordisk Wiemer und das Judun.
Das war es dann praktisch auch schon so von den großen bekannten Firmen. Ich sehe allerdings durch genau jeden Leichtgewichtstrend, der da immer mehr etabliert wird, kommen am Ende des Videos nochmal zu so einer kleinen Aussicht, denke ich doch, dass in der Zukunft mehr Firstzelte wieder kommen könnten. Ja, wir werden das nochmal beleuchten. Nach dem Firstzelt wäre dann die zweite Variante das Tunnelzelt. Deutlich beliebter, deutlich bekannter und kann sich auch jeder vorstellen, was es ist. Es ist praktisch eine halbe Röhre mit dem innenliegenden, parallel aufgesetzten Gestänge. Also sozusagen eine Raupe, die man praktisch auseinanderzieht. Warum hat das, könnte man tatsächlich sagen, so habe ich zumindest den Eindruck, das Tunnelzelt eher dieses Firstzelt verdrängt, genau weil es das Gegenteil halt war vom Firstzelt. Es bietet, wenn wir zu den positiven Punkten kommen, das beste Verhältnis zwischen Gewicht und Raum. Ja, man hat, dafür ist ein Tunnel bekannt, ein sehr gutes Raumgefühl. Es hat gleichzeitig durch diese Bauartkonstruktion auch eine konstante Innenhöhe und dadurch halt eine entsprechend gute Kopffreiheit. Du kannst dich also hinhocken oder entsprechend setzen, wie groß man jeweils ist. Im Tunnelzelt gibt es da eigentlich keine Probleme, dass man irgendwo anstößt. Es hat zumindest im unteren Bereich, das heißt also mindestens die Hälfte, je nach Tunnelgröße, das heißt auch Breite, ist natürlich abhängig, entsprechend relativ gerade Seitenwände. Ja, es ist also wirklich eine gute Raumnutzung, halt genau in diesem wichtigen, dem unteren Bereich. Je nach Bauart oder der entsprechenden Größe hat es auch meist größere Apsiden. Und beim Tunnel nicht ganz unbeliebt ist zusätzlich auch noch diese integrierte Apside, das heißt das Vorzelt sozusagen, also mit einer Tür, die zusätzlich noch drin ist, GT oder Apsis, wie die Varianten noch immer heißen, da kann man die halt sehr gut in einen Tunnel integrieren und dadurch hat man natürlich noch ein größeres Raumverhältnis, noch ein besseres Raumgewichtsverhältnis. Man hat einen Vergleich zu anderen, die wir jetzt gleich kommen werden, ein relativ kleines Packmaß. Das ist natürlich immer gesehen auf die jeweilige, keinen Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern auf die jeweilige Größe. Ne? Für 2, 3 oder 4 Personen, wenn ich jetzt die eine Variante mit dem anderen vergleiche, geht es beim Tunnel immer noch mal irgendwo okay. Es ist ein relativ leichter und schneller Aufbau. Ne? Das kann man auch sagen. Und ein Vorteil, der wird ganz gern ein bisschen übergewichtet, aber ich nenne ihn in jedem Fall. Wenn das Tunnelzelt zur Windrichtung mit der kurzen Seite aufgebaut ist, das heißt ne, jeweils mit dem Fuß- oder Kopfteil gegen den Wind gestellt wurde, dann ist es natürlich durch diese schmale Angriffsfläche relativ windstabil. Oder in jedem Fall, in diesem Fall, denn es ist gut windstabil, ich sagte relativ, weil man muss natürlich die anderen Formen auch noch angucken. Und warum sagte ich, warum dieser Vorteil ich mit Bedacht nur ans Ende jetzt der Vorteilliste gestellt habe? Weil der Wind selten aus der gleichen Richtung kommt. Ja? Und aus jenem Vorteil, wie man es hinstellt, kann aber auch ganz schnell, werden wir gleich sehen, dann der entsprechende Nachteil werden. Ja? Kommen wir zu diesen negativen Punkten. Es ist grundsätzlich nicht freistehend. Das ist eigentlich so der bekannteste, für mich auch gravierendste negative Punkt. Das heißt, du brauchst zwingend eine Abspannung. Egal wie, es muss immer abgespannt werden. Und damit ist es natürlich geländeabhängig, in jedem Fall schwieriger aufzustellen, je nachdem, wo man sich halt, wie gesagt, befindet. Es ist grundsätzlich mit anderen Formen verglichen instabiler, selbst wenn es denn abgespannt ist. Bei entsprechender Witterung wohlgemerkt. Ja. Und an einigen Stellen ist es tatsächlich so, dass es eigentlich unmöglich ist, dort auch ein Tunnelzelt aufzustellen. Ja. Wenn ich praktisch auf einem nackten Feld stehe, dann kann ich natürlich die Abspannleinen, also die Heringe, die ich da nicht in den Fels reindrücken kann, halt ersetzen durch irgendwelche Steine oder schwere Gewichte. Aber das ist bei weitem nicht das Gleiche, als wenn das Ganze im Boden verankert wäre. Ja. Ich habe solche Situationen auch mal gehabt und werden wir dann zum Ende kommen, warum ich das Tunnel halt nicht mehr benutze. Der zweite gravierende negative Punkt beim Tunnelzelt ist die Lüftung. Denn durch die Konstruktionsart, den langen Schlauch, hat natürlich ein Tunnelzelt in der Regel auf der einen Seite eine Lüftung und auf der anderen. Im Idealfall hätte es 2 Lüfter. Es gibt doch Zelte, die haben nur einen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es hat den Idealfall von 2 Lüftern. Dann sind diese beiden Lüfter natürlich
weit voneinander entfernt, wodurch halt genau jene Durchzugslüftung nur schwierig, schlechter zumindest, vonstatten geht. Wir haben grundsätzlich im Tunnelzelt, kann man sagen, im Vergleich zu den anderen eine schlechtere Ventilation, was natürlich in der Folge zu einer höheren Kondenswasserbildung führt. Und dazu kommt, dass es halt auch im Sommer genau durch diese schlechte Ventilation, also bei heißeren, bei wärmeren, in wärmeren Klimaten, heißeren Temperaturen, sich die Tunnelröhre enorm aufheizen kann. Kann man sich vorstellen, wenn halt natürlich diese Durchzugsventilation, die einen Tunnel bedingt, nicht mehr gegeben ist, dann kommen genau jene Nachteile halt in der Folge noch zustande. Und das ist bei einem feuchten Klima erhöhte Kondenswasserbildung, bei einem heißen Klima erhöhte Stauhitze im Zelt. Ja? Verglichen, wie gesagt, mit den anderen Sachen ist das in jedem Fall ein negativer Punkt. Dann gibt es beim Tunnel natürlich durch die entsprechende, das ist bedingt das natürlich. Ja, wenn ich eine gute Raumnutzung habe, dann tendiere ich natürlich aber auch zu einem etwas geraderen Dach. Und das führt natürlich bei Niederschlag dazu, dass sich der oben auf dem Zelt sammeln kann. Da meine ich sowohl den Regen als auch den Schnee. Und zu was führt das denn natürlich? Dass das Ganze in der Mitte denn eingedrückt wird zwischen den Gestängen, was in jedem Fall dazu führt, dass die Ventilation im Zelt wiederum schlechter wird. Denn wenn natürlich, wir gehen davon an, außer dass heutzutage grundsätzlich nur noch Zelte mit Innen- und Außenzelt kombiniert werden, dass natürlich das Außenzelt denn auf dem Innenzelt automatisch aufliegt, womit denn da praktisch keine Ventilation mehr in diesem Raum gegeben ist, das heißt kein Volumen zum Atmen, und hast du sozusagen Schnee oder entsprechend viel Wasser oben drauf, ist die Ventilation auch wieder schlecht. Das Ganze geht dann auch noch einher mit dem entsprechenden Material, was da verwendet wird. Ist natürlich auch schlecht bei einem PU-beschichteten Material. Allerdings ist das silikonisierte Nylon neigt natürlich dazu, durch die höhere Elastizität des Stoffes, dass sich das dann weiter durchbiegt. Denn hast du natürlich gerade bei diesen High-End-Zelten, wo eigentlich alle Vorteile des entsprechenden Materials irgendwo auf die Bauartkonstruktion, wo man versucht, das zusammenzubringen, aber in der Kombination, dass es von oben schneit und ich genau jenes High-End-Material habe, das ist eigentlich dann ein Riesennachteil wieder. Und als letztes Kontrakriterium sozusagen wäre, was ich eingangs schon gesagt hatte, die Windanfälligkeit, in dem Fall wieder von der Seite. Ja? Und da seht ihr, was es einen an Vorteil bietet, bietet denn die andere Aufstellfläche gleichzeitig auch einen Nachteil. Das Tunnelzelt hat die höchste, wenn der Wind genau von jener Seite kommt, die höchste Windanfälligkeit. Ja, und dann kommen wir mal genau aus denen, weil jetzt ist vielleicht dem einen oder anderen schon ganz schön vielleicht gerade ein paar Fragezeichen bekommen, kommen wir mal zur Eignung des Tunnelzeltes. Ich persönlich aus meiner Erfahrung würde sagen, es ist grundsätzlich für ein eigentlich weniger anspruchsvolles Terrain geeignet. Und jetzt kommen wir genau zu jenem Zwiespalt, da wir sehen, Tunnelzelte haben diesen Vorteil der super großen effektiven Raumnutzung, was sie eigentlich ideal macht, wenn man besonders viel Ausrüstung, Material mitnimmt und wenn man mit dickeren Sachen drin sitzt. Im Winter nämlich. Ja. Es wäre, also theoretisch ist es von genau jenem Raumvolumenbedarf ideal für zum Beispiel auch diese ganzen Polarexpeditionen, wer regelmäßig zum Südpol fährt. Ja. Würde aus diesem Grund natürlich das Tunnelzelt nehmen. Denken wir jetzt aber an die Nachteile, dann grätscht das wieder ein. Ja, und da scheiden sich denn die Geister, wo ich denn durchaus verstehen kann, dass es Befürworter einer Kuppel, werden wir gleich zu kommen, und der eines Tunnels gibt. Haben beide ihre jeweiligen Vor- und Nachteile und das muss man dann halt irgendwo abwiegen. Ja. Und wo in jedem Fall der Tunnel mitunter, wo ich gesagt hatte, die Verdrängung des Tippis, Entschuldigung, die Verdrängung des Fürstzeltes kam, war eigentlich tatsächlich vom Campingplatz. Ja, ich hatte gesagt, wir machen einen Aufenthalt in der Wildnis, darum soll es in diesem Video gehen. Aber so hatte ich zumindest den Eindruck, dass ich, war ja auch immer auf einigen Campingplätzen schon länger damals unterwegs gewesen und muss immer mal wieder auch da irgendwo anhalten, wenn es praktisch gar nicht anders geht. Ganz, ganz selten. Und dann siehst du das eigentlich so als sehr populäres Zelt so für Familien, ja? Weil es genau jeden guten Raum bietet und diese Nachteile mit der Lüftung und dem Niederschlag, das wird schlichtweg durch die Größe wieder ausgeglichen, weil mitunter riesengroße Tunnel mittlerweile existieren. Ja? Ich komme noch mal später zu den entsprechenden Zelten, die das auch wiederum ein bisschen so ersetzt haben. Ja?
Und auch ich habe nach jenem First Sale, genau denn so, wie das nicht gerade wenige gemacht haben in dieser Zeit, das war halt diese Epoche, darf man das so sagen, bin zu den Tunnelzelten übergegangen. Die habe ich sehr lange benutzt und mir entsprechende Erfahrungen gemacht mit denen. Und dann kam irgendwann, was wir jetzt gleich als nächstes sehen werden, die Kuppel, die dann immer populärer werde. Und heutzutage wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere schon gefragt haben, Mensch Dominik, warum nimmst du hier nicht mal das und das, nämlich ein Tunnelzelt? Eben genau aufgrund meines Anwendungszweckes, will jetzt noch nichts vorabgreifen, sonst müsste ich jetzt schon was zum Kuppelzelt sagen, aber ich kann zumindest vom Tunnelzelt aus sagen, dass es nicht das Ideale für meine Anwendungszwecke ist. Auch wenn ich immer mal wieder damit liebäugele, aufgrund gewisser Kriterien, weiß ich dennoch, dass es halt auch entsprechende Nachteile bietet. Und ihr seht das vielleicht, also jetzt aktuell kann ich euch tatsächlich keines mehr präsentieren, da ich meine Webseite angefangen habe zu schreiben 2014. Ab diesem Zeitpunkt habe ich alles akribisch dokumentiert, was ich irgendwo besitze, benutze und so weiter. Und alles, was davor ist, da habe ich möglicherweise eventuell noch die eine oder andere Aufnahme und das betrifft natürlich auch Tunnelzelte. Da habe ich jene und ich weiß auch noch, wie sie gewesen sind, aber ich habe, ergo wollte ich euch damit erklären, kein Review über ein Tunnelzelt bei mir auf der Webseite, weil es einfach vor der Zeit 2014 gewesen ist. Ich bin der Meinung, ich hatte mir 2015 nochmal Tunnelzelte gekauft, habe die dann aber wieder weggegeben, eben aufgrund mitunter jener Nachteile, wo ich, da hatte ich schon die Kuppel und mir gesagt habe, nee, ach ne, das war doch nichts, gehst du wieder zurück. War aber mal ein Test gewesen. Und das letzte Tunnelzelt, was ich so aktiv genutzt habe, das war so ungefähr bis, ich glaube 2012 muss es gewesen sein. Ne? In dem Zeitraum 19, jetzt müsste ich, na sagen wir mal 2000, machen wir es mal rund. 2000 bis 2012 habe ich aktiv Tunnelzelte benutzt. Davor, wie gesagt, hauptsächlich Firstzelte und eigene Konstruktionen, kürzere. Und danach bin ich dann übergegangen zu Geodäten. Ne? Um mal so ein bisschen was zu meinem Ding sagen. Wir waren jetzt aber, bleiben bei den Tunnelzelten. Und da haben wir, würde ich jetzt mal ein paar Marken nennen und die entsprechenden Modelle, denn da gibt es deutlich, habe ich deutlich mehr gefunden. Fangen wir ja an mit dem Papst Hilleberg. Ganz bekannt natürlich das Caron, das Namash, das Kaitum, das Nalo, das Anyan und jetzt neu da auch irgendwann das Hellax dazugekommen. Dann haben wir beim Hellsport das Spitzbergen, das Svalbard, die Lofoten, Rondane, Fjellheimen. Dann haben wir beim Bergens das Trollhätter, das Helium Expedition Tunnel in diesem Fall. Wir haben beim Nordis das Reiser, das Oppland. Wir haben beim Wechsel das Tempest, das Endeavour. Wir haben von Tatonka ganz viele, da machen wir eigentlich fast nur Tunnel, wenn ich das richtig in den Sinn erinnere. Das Alaskas Polar, das Rokua, das Okispa, das Gargia, das Grönland, das Arktis, das Narvik. Die muss ich jetzt mal ablesen, da ich hatte, war auch mal damals interessiert in einem Tatonka, ging dann aber auch zugunsten eines anderes der Entscheid aus. Dann haben wir beim Verfliereven natürlich das Endurance, das Shape und das Light. Ich hatte auch hier mal zwei von. Denn Roms hatte ich auch gehabt. Das Modell gibt es aber nicht mehr. Aktuell heißen die Gossag, Pioneer, Voyager, Arch, Challenger, Nordic Lynx. Na, das sind so die Beispiele, die ich jetzt mal so zu Tunnelzelten gefunden habe. Wir können die Liste natürlich fortführen, auch noch mit weiteren Marken, aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ich habe jetzt hier mal die Größen genommen und die, wo ich auch sagen kann, wo ich persönlich sagen würde, da gehe ich noch so ein bisschen mit. Wenn es jetzt Fans von anderen Marken und Modellen gibt, möchte ich damit niemanden auf den Fuß treten. Es hat jeder irgendwo seine Marken zu einem, seine Meinung zu einem entsprechenden Unternehmen und ich vertrete in meinem Video logischerweise meine. Ganz einfach. Ja, und dann komme ich jetzt mal zu dem, was ich jetzt gerade schon angesprochen hatte, was so meine persönliche Entwicklung auch angeht, zu den Kuppelzelten. Ein Kuppelzelt ist praktisch ein Iglo mit mindestens zwei sich kreuzenden Gestängen. Dann heißt es Kreuzkuppel und wenn sich die Gestänge in mehreren Punkten kreuzen, das heißt auch mehrere Gestänge existieren, dann ist es sozusagen ein Geodät. Ah, und aus jener Bauartkonstruktion der Kuppel leitet sich dann logischerweise auch der größte Vorteil ab, sie ist freistehend. Ja, freistehend in dem Sinne von, die Zeltkonstruktion an sich benötigt keine Abspannelemente, damit sie allein steht. Natürlich muss sie dennoch abgespannt werden, damit der Wind sie nicht wegträgt. Das dürfte logisch sein. Ja? Aber bei einem guten Wetter zum Beispiel, komplette Windstille und wir haben vorausgesetzt, keine extern ausgelagerten Apsiden an diesem Geodät oder der Kreuzkuppel, die es ja auch gibt, die man zusätzlich abspannen muss. Das heißt, wir haben nur den Idealfall eines Domes, wie man das heutzutage nennt. Ja? Dann brauchst du da praktisch gar nichts. Hingestellt und ratzifatzi bezugsfertig. Ja? Das hat also in dem Fall der Kuppelzelt
von der Konstruktion einen entsprechend schnellen Aufbau und auch schnelle Bezugsfertigkeit. Wenn ich eine Kuppel entsprechend sichere, ein Geodät, dann hat es aufgrund der Anzahl der Gestänge mitunter mehrere Abspannleinen, Abspannpunkte, um das Ganze entsprechend sicher zu machen. Das hängt jetzt aber, liegt auch wieder am entsprechenden härteren Einsatzpunkt. Und würde man da jetzt einen Kuppel mit einem Tunnel vergleichen, dann bräuchte man zum Abspannen einer Kuppel möglicherweise, wenn die natürlich mehr Punkte hat, auch mehr Zeit. Aber da muss man sich das Ganze im Detail anschauen. Das wäre also kein Kriterium, was ich jetzt hier überbewerten würde. Was aber in jedem Fall noch zu dieser freistehenden Sache mit den Gestängen dazukommt, ist, dass sich der Zellstoff natürlich deutlich straffer zwischen den einzelnen Gestängen spannen lässt, als dass es bei einem Tunnel der Fall ist. Ja? Denn da sind ja die Stänge nicht gekreuzt, sondern halt in dem entsprechenden parallelen Abstand. Und es gibt eine große Fläche an Zellstoff zwischen den Beinstangen. Das hast du so bei einer Kuppel nicht. Die Zeltflächen, die Stoffflächen sind grundsätzlich kleiner und entsprechend Material vorausgesetzt ist das Ganze natürlich auch noch straffer. Das heißt, wir haben hier eine, nicht nur durch die Gestänge selbst, sondern auch noch durch die, also folgend durch die Gestänge, aber das hängt ja damit zusammen, auch dem Stoff, auch der hat da eine gewisse höhere Stabilität. Dann schauen wir uns die Ventilation im Kuppelzelt an. Ist sie aufgrund der besser platzierten Lüfter, das heißt der strategisch sinnvollen Lüfter an der Decke, deutlich besser ventiliert, folgert dazu deutlich weniger Kondenswasser. Das setzt jetzt natürlich eine entsprechende gute Lüftung voraus in diesem Kuppelzelt. Und man muss aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Wir nehmen jetzt mal den Idealfall, wie ich es auch beim Tunnelzelt im Idealfall gesagt habe. Na, da gibt es genug Tunnel, die auch nur einen Lüfter haben, ja. Aber nehmen wir mal den Idealfall, wie gesagt, zwei Lüfter im Tunnelzelt, jeweils an den Enden. Und zwei Lüfter, zum Beispiel entsprechend der Größe, aber in jedem Fall groß genug, sagen wir es mal so, an der Decke im Tunnel. Wäre das in jedem Fall die strategisch bessere Belüftung, weil die praktisch bei nahezu jedem Wetter funktioniert. Sie bedingt keine Durchzugslüftung. Ganz einfach, ja. Also aufpassen, nicht, dass jemand hier jetzt sagt, grundsätzlich, die wäre immer besser. Das ist, muss man das Zelt im Detail betrachten. Wenn es gut konstruiert ist, lässt sich beim Kuppel in jedem Fall eine bessere Lüftung bewerkstelligen. Das ist die Kernaussage. Den Punkt mit der höheren Deckenhöhe, wo ich sagte, beim Tunnel haben wir das auf die gleiche, auf die komplette Länge, diese Deckenhöhe. Die wäre bei der Kuppel punktuell höher auf genau jener Konstruktion. Das kann ein Vorteil sein, wenn meiner Meinung nach die Kuppel groß genug ist. Ja, reden wir also von einer Kuppel von 3, 4, 6 Personen. Dann kann ich diese höhere Kuppelhöhe deutlich besser nutzen. Wenn ich das jetzt in 1- und 2-Personen-Zelt zum Beispiel nehme, die Kuppel also nur klein ist, dann ist dieser Punkt oben in der Mitte, das heißt die sogenannte Kopffreiheit, eigentlich zu vernachlässigen. Das bringt dann nichts. Das haben wir ja bei meinem Hilleberg-Janu gesehen, dieses Phänomen. Ja, also von daher gilt das Merkmal nur für größere Zelte, was auch nur für einige, nicht alle, das muss man beim Hersteller individuell sehen, ob es möglich ist, aber es ist in jedem Fall ein positives Kriterium, weil es theoretisch möglich wäre, wäre ein separates Aufstellen von Innen- und Außenzelt. Das Innenzelt kann man separat aufstellen, wenn man zum Beispiel in wärmeren Klimaten unterwegs ist. Ja, also da, wo grundsätzlich Subtropen, Tropen herrscht, wo es sonst eine super Stauhitze, wo man praktisch keinen großen Schutz vor riesengroßen Stürmen wie im Gebirge bräuchte. Und was man in jedem Fall nicht braucht, ist ein Regenschutz. Und dann kann ich nur das Innenzelt aufbauen. Und damit habe ich nur den reinen Moskitoschutz, ja, also einen Insektenschutz, der mir irgendwo wichtig ist, und habe trotzdem eine klasse Ventilation. Oder aber ich baue nur das Außenzelt auf, wenn ich halt zum Beispiel in jenen Regionen bin, wo genau das Gegenteil der Fall ist, wo ich sage, ich brauche nur einen Wetterschutz, weil es die ganze Zeit nur regnet, weil es die ganze Zeit nur stürmt. Aber innen will ich nicht diesen, kann ich darauf verzichten, wegen zum Beispiel dem Gewicht. Dann kann ich das Innenzelt komplett rausnehmen, lasse es zu Hause, stelle nur die Glocke sozusagen auf und packe mich da auch rein. Aber auch schon oft genug gemacht und das ist auch eine super Sache. Von daher ist so ein Kuppelzelt, muss man schauen, ob das der Hersteller vorgibt, dass man das Innenzelt, das Außenzelt kann man meistens immer freistehend allein aufbauen, dass man das Innenzelt rausknüpft. Aber ob man dann das Innenzelt auch noch selbst aufbauen kann, das liegt jetzt natürlich an der entsprechenden Abspannung des Ganzen. Aber es ist in jedem Fall bei vielen möglich. Und dann komme ich zu den Negativkriterien beim Kuppelzelt.
der größte, das entscheidendste Merkmal hier, was der vor der Grund sein dürfte, warum, wenn man jetzt sich die Positiven anguckt, sich sagen, Mensch, dann hole ich mir noch ein Kuppelzelt, klingt irgendwie einer coolen Sache, warum es halt nicht trotzdem nicht so viele Menschen haben, ist natürlich das Gewicht. Ja? Denn bedingt durch die mehreren Gestänge, die man da grundsätzlich schon hat, Bauartkonstruktion und je massiver, robuster die aufgebaut ist, diese Kuppel, das heißt gerade ein Geodät, hat natürlich immer deutlich mehr Gestänge und dadurch auch entsprechend, das hat noch ein bisschen, kommt noch was dazu, auch meistens ist es noch ein derberes Material. Es ist grundsätzlich schwerer, wie man es dreht. Es ist immer das höhere Gewicht im Vergleich zu einem Tunnelzelt, gleiche Raumvolumina. Dann haben wir grundsätzlich ein weniger Raumangebot, halt durch diese schrägen Seitenwände. Ja, das heißt, während beim Tunnel das Ganze natürlich langsam hochgeht, hatte ich gesagt, und dann sich oben eher so, ne, so Pi mal ganz grob gesagt, ne, haben wir beim Kuppelzelt das Ganze eher schon so. Das heißt, es fängt von unten an schon schräg zu werden. Und je nach Kuppelart ist das denn, also je nach Schräge der Seitenwand, ist es denn, dass wir hier unten in jedem Fall auch ein Dreieck, wenn man das so sagen dann hat, was praktisch nicht wirklich nutzbar ist. Da kann ich kleinere Sachen hinlegen, wenn ich das will, aber da muss man bedenken, jenes Dreieck ist auch durch genau diese Form auf dem Boden bei entsprechender Witterung, im Sommer eher weniger, aber wenn es kälter wird, ja, also Herbst und Winter in jedem Fall, dann ist das auch sozusagen eine richtig schöne Kälteecke. Das heißt also, in diesem Punkt haben wir hier den kältesten Raum und da wir denn sowieso schon das entsprechende Wetter haben, führt es hier am schnellsten zu dem entsprechenden Kondenswasser. Das heißt, diese Ecken sind mitunter, ja, muss man sich die Witterung angucken, denn irgendwo auch eine Lache, ein Sammelbecken von jedem Wasser. Und da muss man dann wieder, genau in der Folge haben wir auch, das muss man dran denken, hatte ich ganz eindeutig in meinen Videos gesagt, beim Hilleberg Seivo und auch beim Hilleberg Janu. Die Innenlänge einer Kuppel, die auf dem Papier irgendwo steht, ist nicht wirklich nutzbar. Wenn wir da zum Beispiel 2,35 Meter haben, dann musst du genau diese Schräge abziehen, da du ja einen Schlafsack hast, der entsprechend hoch aufbaut. Mit dem möchtest du ja nicht in Innenzelt stoßen, ansonsten ist der mitunter möglicherweise nass. Das heißt, von den vielleicht 2,35 Meter haben wir im Endeffekt bloß nur 1,85 Meter. Das muss man dran denken. Daher sind Kuppeln an dem Boden grundsätzlich breiter gemacht, um sie, die effektive Nutzfläche natürlich irgendwo. Aber das ist halt personengrößenabhängig. Und beim Tunnel kannst du eigentlich sagen, hast du natürlich auch schräge Seitenwände. Ja, also zumindest jetzt an dem Fußteil, wenn wir uns das mal betrachten meistens. Aber zumindest nicht so gravierend bei der Kuppel, weil die da ja an allen Seiten vorherrschend sind. Ja? Das heißt, es ist weniger Raumangebot mit diesen spitzen Ecken, Kondenswasser möglicherweise hatten wir. Und dann bezüglich des Raumangebotes kann man auch noch sagen, dass eine Kuppel mitunter kleinere Verstaumöglichkeiten in der Apside hat. Tunnel haben wir, wenn wir jetzt mal von dem Tunnel ausgehen, dass beispielsweise mit einem Vorzelt integriert ist, das heißt die separate Tür, die wir von außen aufmachen, gehen dann in den kleinen Vorraum rein, um dann ins Innenzelt zu kriechen. Da habe ich dann eine relativ große Apside. Ja? Und selbst wenn ich die Apside entsprechend nur einfach schräg ansetze, dann hat ein Tunnel da meistens auch zwei von, ja? Je nach Bauart. Bei der Kuppel ist es eher so, dass die Apsiden A in das Kuppeldesign integriert sein können. Das ist dann das völlig Freistehende, das Geodät meistens, wo halt alles eine runde Bodenform hat, mehr oder weniger. Es gibt auch ovale, aber ne, sagen wir mal Idealfall rund. Und dann ist die Apside, wenn der Innenraum sozusagen rechteckig geschnitten ist für unsere Schlaffläche, natürlich die Apside ein Dreieck, mehr oder weniger. Ja. Und diese Form der Apside ist dann in jedem Fall weniger nutzbar. Und deshalb, also mitunter, gibt es dann halt bei Kuppelzelten ausgegliederte Apsiden, das heißt, die an das Kuppeldesign, die ich anfangs erwähnt hatte, angesetzt sind, eine einfache, glatte, schräge abfallend, wo wir dann wieder ein annäherndes Rechteck haben. Es ist natürlich mehr eine Raute, aber zumindest in der Fläche ist dann wieder mehr Platz. Ja, aber da haben wir dann, kommt natürlich der Nachteil durch die Apside für die Leute, die das nicht haben wollen, weil es ja dann nicht mehr 100% freistehend ist. Ja, man muss sich also die Konstruktion einer Kuppel anschauen, trifft dieser Punkt, aber ich habe es deswegen negativ genannt, weil es in der Regel bei einem Idealfall der freistehenden Kupplung ist, dass die Apside mitunter nicht die Form hat, die man gern hätte, was so die nutzbare Fläche angeht. Ja? Mit einem Grund, warum ich jetzt zum Beispiel keine nutze, weil ich da für meine Ausrüstung, so wie ich es gern hätte, immer mit der ausgeliehenen Apside besser gelaufen bin. Da entscheidet der jeweilige Anwendungszweck. Ja? Und dann gibt es noch einen negativen Punkt, den ich nennen möchte, der aber keiner ist, ja? Weil es ein Vorurteil ist. Hörst du immer wieder, habe ich jahrelang gehört und kriege ich jetzt weniger mit,
weil es populärer geworden ist am Markt. Aber es gibt immer noch welche, die damit umherlaufen, die meinen, dass ein Kuppelzelt schwieriger aufzubauen wäre und der Aufbau länger dauert. Das ist absolut Quatsch. Das darf man so sagen. Denn wer fähig ist, eine Stange in ein Tunnelzelt zu schieben, der ist auch fähig, diese Stange bei einer Kuppel über eine andere Stange zu schieben. Das ist praktisch kein Unterschied. Ja? Es ist also weder das eine noch das andere. Es ist auf keinen Fall schwieriger. Und es dauert, hatte ich anfangs gesagt, es kann sogar ein Vorteil der Kuppel sein, da sie schneller bezugsfertig ist. Ja? Das ist eine Milchmilchrechnung, wenn man die aufmachen möchte. Aber das ist zumindest hier der Korrekthalber, wollte ich das nochmal erwähnen. In meinen Augen absolut kein Nachteil. Schauen wir uns die Eignung einer Kuppel an, dürfte jetzt schon relativ klar sein, aufgrund der Vorteile, die ich da genannt hatte, ist es eigentlich universell nutzbar. Ja? Es kommt aus dem Bereich eigentlich der Expeditionen, das heißt, wenn ein Zelt gebraucht wird für besonders schwierige Bedingungen, das heißt sowohl für ein eher unwegsames, schwieriges Terrain, wo man was braucht, was du nie im Fall aufstellen kannst, und das ist eine Kuppel durch die freistehenden Dings, ne? Und halt entsprechend raue Witterung aushalten muss, das ist auch die Kuppel, ja? Wegen der Windanfälligkeit, Stabilität und so weiter. Das heißt also, man kann sagen, was natürlich für die härtesten Sachen irgendwo geeignet ist, ist auch praktisch für alles andere geeignet. Und insofern ist die Kuppel tatsächlich die universellste, also meiner Meinung nach, aus meinem Anwendungszweck raus, ist es zumindest die universellste Zeltbauart. Es ist völlig egal, ob ich die im Vorgarten aufstelle, auf dem Campingplatz, auf dem Festival, ob ich damit jetzt in den Wald gehe, ob ich damit ins Hochgebirg gehe. Ein Kuppelzelt kann ich überall, entsprechender Qualität natürlich vorausgesetzt, kann ich überall benutzen. Das würde sich bei allen anderen Zeltvarianten, egal welche, gibt es Kriterien, die gegen diesen universellen Nutzen sprechen. Rein rational gesehen, dieser Rationalität stehen natürlich, wissen wir, irgendwo persönliche Vorlieben auch entgegen. Das heißt, wenn ich für etwas besonders Feuer und Flamme bin, dann sage ich mir, ich kann mit dem alles machen. Das sage ich ja auch. Deswegen geht man ja mitunter auch mit einem Tunnelzelt irgendwo an den Südpol, weil man sagt, ich komme mit Tunnelzelten wunderbar klar. Dann ist das so. Ich habe jetzt hier nur die Faktenlage betrachtet. Ja? Und ich hatte ja auch gesagt, wie aus meiner zelttechnischen Entwicklung, ne, wenn wir jetzt mal ansagen, Fürstzelt, übers Tunnelzelt, ich jetzt eigentlich nur noch die Kuppel benutze. Das heißt, es hat auch bei mir eine Entwicklung gegeben, die irgendwo aus den Erfahrungen der Anwendungszwecke her resultiert. Und zumindest ist mir mit einer Kuppelzelt, ist mir eine Kuppel noch nicht bisher vom Wind plattgedrückt worden. Die anderen beiden schon. Insofern ist für mich, wenn ich mir nur die Stabilität mal anschaue, für meine Anwendungszwecke, meine persönlichen, ist die Kuppel nach wie vor mittlerweile das Beste. Aber wir werden gleich nochmal zum Ende dazu kommen, dass es hier durchaus noch andere Optionen gibt. Ja. Auch hier beim Kuppelzelt dann wieder ein paar Beispiele zu nennen. Hilleberg, das Atlas, das Saitaris, das Saivo, das Tara, das Steika, das Alak, das Janu, das Solu, das Unna, das Rogen und das Niak. Sieht man schon, Hilleberg hat konsequent Wert auf entsprechend expeditionstaugliche Zelte oder auf diese Kuppelform gelegt, sagen wir es mal so. Entsprechend viele sind da im Programm, somit die meisten, die bei den, wenn man sich die Zelthersteller irgendwo so anschaut. Ja. Beim Hellsport hätten wir das Rheinsfjell und das Svalbard Extrem, die 6er Variante zumindest. Dann hätten wir, na, was ist denn los, Eli, mit deinem Knochen? Bist du schon fertig? Papa guckt sich das gleich mal an, Eli. Dann haben wir beim Bergens das Helium Dom. Beim Wechsel das Exogen, das Halos und den Precursor. Beim Fjällräven haben wir das Dome natürlich, klassischerweise. Und beim Roms hätten wir das Lodge und das Boulder. Wir haben mit den Kuppelzelten soweit durch. Und komme ich dann zu der Form, die ich denke immer populärer wird, das Pyramidenzelt. Das ist praktisch eine Zeltkote, also im Deutschen gibt es ja zumindest das Wort Kote, von nomadisch lebenden, ursprünglich gesehen, von nomadisch lebenden indigenen Völkern, wie zum Beispiel den Indianern, die haben das Tipi, oder den Sami, die haben das Lavu. Besteht aus einer Basis aus drei gegeneinander gestellten langen Stangen. Ja? Und dazwischen, zwischen die drei, entsprechend der Größe des ganzen Zeltes, werden dann noch andere irgendwo gegengelegt, die dann genau jene Pyramidenform hergeben. Wobei muss man sagen, das Tipi etwas, also das von den Indianern, ist etwas höher und schmaler und hat eine etwas steilere Frontseite. Ist also asymmetrisch aufgebaut, während das Lavu eher breiter und flacher irgendwo ist, weil halt symmetrisch. Ja?
Bei den Samen, kann ich euch mal ein Foto einblenden, findet man ganz oft oben in Lappland stehen, bleiben die Stangen eher an diesem Ort stehen oder auch liegen, also ob man das jetzt stehen lässt oder abbaut, aber sie bleiben in jedem Fall am Ort und man hat meistens nur die Bespannung mitgetragen, weil man ja halt wieder an diesen Ort zurückgekommen ist, was ja auch irgendwo Sinn machte, weil die Stangen natürlich entsprechend schwer und sperrig gewesen sind. Komme ich zu den Vorteilen des Pyramidenzeltes? Entsprechend seiner Konstruktion natürlich, die so steht, hat es mindestens in der Mitte eine entsprechend große Höhe. Wenn es natürlich für mehrere Personen geeignet ist, auch der Abstand des Grundrisses größer ist, dann geht die Höhe natürlich auch in den restlichen Raum des Zeltes über. Und wir haben meistens bei solchen Zelten eine relativ angenehme Stehhöhe. Durch genau jene Konstruktion, das heißt dieser Spitzendecke des zulaufenden Winkels, der ganz weit oben ist, ist das ein wunderbarer Abzug. Ja, und da kann dann natürlich auch der größte Vorteil dieses Zeltes überhaupt her sein. Das ist eigentlich das einzige Zelt, was konstruktionsbauartbedingt die idealen Voraussetzungen für eine Beheizung in Form eines Feuers möglich macht. Ja. Das bedingt natürlich allerdings auch, dass es entweder keine Bodenplane in diesem Bereich ist, wo das Feuer steht, oder meinetwegen auch der Ofen. Ja, mittlerweile gibt es ja auch immer mehr Zeltofen. Oder aber, dass ihr irgendwo eine Aussparung habt, das heißt, einen gewissen Bereich irgendwie hochklappen könnt. Ja. Feuer, das ist eigentlich so mit der Größe, werden wir nochmal zum Anwendungseignungszweck dazu kommen, der größte Vorteil eines solchen Zeltes. Dann, wenn es gut geschützt steht, das ist jetzt natürlich abhängig davon, wie der Aufbau ist. Also entweder habe ich halt mehrere Latten, die aneinander gepolt sind, oder es gibt auch die Möglichkeit mit einer Stange in der Mitte. Das spielt keine Rolle, wie es ist, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn es gut gestützt ist, dann ist es auch sehr windstabil. Aufgrund der Silhouette kann man sich natürlich vorstellen, die breite Fläche ist ja unten und oben wird es immer schmaler. Das heißt, die Angriffsfläche für den Wind ist mitunter, je nach Bauart, sehr gering. Und was ich jetzt schon genannt hatte, bezüglich der einen Mittelstange, da kommen wir gleich zu den Nachteilen, aber in diesem Fall muss ich es auf die Vorteilliste stellen, denn im Zuge der Entwicklung von diesen kleineren Trekking-Pyramidenzelten, Tipis, Lavus, wie auch immer, ist das natürlich ein Vorteil, denn wenn ich nur eine Stange habe, spare ich mir natürlich einen riesengroßen Gewichtspunkt irgendwo. Ja? Das heißt, das folgert dann natürlich wieder andere Nachteile, können wir uns schon vorstellen. Wenn ich konsequent auf das Gewicht achte, dann hat das eine ganze Menge Funktionseinschränkungen auf der anderen Seite. Aber für die Leute, die halt das weniger Gewicht haben möchten, ist mitunter solcher Lavu, was eine Stange in der Mitte bedingt, möglicherweise ein großer Vorteil. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen eines Pyramidenzeltes. Habt ihr jetzt schon gemerkt, waren meiner Meinung nach nicht so viele Vorteile, aber in ihrer Wenigkeit, wenn man das so sagen darf, wiegen die dennoch relativ stark, wenn man halt genau einen von diesen haben möchte, den man denn woanders halt nicht findet. Ja? Aber dafür haben wir natürlich auch entsprechend viele Nachteile, die, und da kann man wieder sagen, eigentlich die große Summe vereinbart. Beginnen wir mal, wenn wir nicht genau dieses Phänomen mit dieser einen Stange haben in der Mitte, sondern genau den Klassiker, den ich nannte, diese Stabilität durch mehrere Stangen an der Seite, dann haben wir immer ein hohes Gewicht. Das ist der größte Nachteil. Und ein Nachteil, den ich jetzt auch schon genannt hatte bei den Vorteilen bezüglich des Feuers machen bei der Bodenplane, ist natürlich, wenn ich genau das benutzen möchte, das heißt also keine geschlossene Plane habe, das wäre kein Nachteil, aber wenn ich eine offene Plane habe oder nur eine halbe Plane irgendwo, halt für jenen Ofen oder jedes Lagerfeuer, dann bedingt das natürlich mitunter eine aufwendige Plankonstruktion, gibt es jetzt zum Reißverschluss oder Knöpfen, was auch immer. Das sind Punkte, die in jedem Fall in der Anwendung her bewegliche Teile und so weiter nicht so berauschend sind. Und was ich allerdings durch die Öffnung in jedem Fall habe, ist eine entsprechende Bodenfeuchte, die in das Zelt reinsteigen kann. Das heißt, wir haben mitunter wieder eine höhere Kondensationsgefahr. Und natürlich habe ich die Feuchtigkeit im Boden und habe den Dreck, der möglicherweise irgendwie reingetragen werden kann. Also es ist, wenn ich immer den Punkt, das ist ein grundsätzlicher, ja, das könnte man jetzt auch bei allen anderen Zelten, wenn man zum Beispiel so ein Vorzelt von einem Tunnel nehmen, ja, was ich gesagt hatte, graust extra in das Vorzelt irgendwie rein, gehst ins Innenzelt und stell dir vor, es gibt es ja, ihr würdet jetzt nur in dem Vorzelt leben, ne, oder bei dem Geodät ohne Innenzelt, was ich auch gesagt habe, dann sind immer die gleichen Nachteile. Wenn ich keine Bodenplane habe, habe ich natürlich den Dreck irgendwo unten. Und der wäre zumindest in diesem Fall beim Pyramidenzelt zu erwähnen, wenn ich diese
Ofennutzung machen möchte. Ich weiß, es gibt bei Ofen auch mittlerweile Sachen, wo man sagt, da gibt es noch zusätzliche Platten. Ach, das halte ich auch alles wieder nicht für praktikabel, was den Transport angeht. Meins wäre so, wenn ich so ein Ding nutze, dann in jedem Fall ein Feuer und das bedingt natürlich logischerweise unten eine offene Fläche. Ja? Also da ist in jedem Fall meiner Meinung nach durch die Bodenabdeckung ein Negativkriterium gegeben. Und wenn ich dennoch noch kein Innenzelt habe, ja, genau halt für jene Zelte, wo ich ein Feuer machen möchte, ja, da muss man jetzt nicht, sollte man nicht unbedingt ein Innenzelt haben, ja, aber es ist konstruktionsabhängig, da muss man aufpassen. Für den Ofen geht das hier wieder, aber für ein offenes Lagerfeuer, ja, dann sind solche Zelte in jedem Fall nicht insektensicher. Ja. Deswegen hat man, um halt das bessere Klima zu machen und halt natürlich auch die Mückensicherheit irgendwo, denn auch bei einem Pyramidenzelt, aktuell ist das so auf dem Markt der Trend, dass immer mehr Modelle davon mit einem Innenzelt auch ausgeliefert werden. Vor allen Dingen, wenn man sie aktiv zum Trekking benutzt. Ja. Und wo ich es jetzt schon sagte, Nutzung würde ich denn auch hier mal zur Eignung eines solchen Tipis, Lavus oder wie auch man nennen darf, ne, eine Zeltkote in Pyramidenform. Es ist in jedem Fall aufgrund dieses unschlagbaren Vorteils der Beheizung dieses Zeltes ideal für kalte Witterung. Ja. Das heißt, Winter im Schnee. Und genau da kommt es her, von den Sami. Ja? Eben aufgrund dieser Beheizung. Hier muss man allerdings sagen, wenn ich jetzt heize, was vielleicht der eine oder andere nicht so bedenkt, erstmal hört sich das natürlich toll an, ja, aber im Winter ist das Totholz, was wir hier vorzüglich nutzen sollten zum Verbrennen, in der Regel auch unter einer Schneedecke begraben, versteckt. Ja? Das heißt, nur weil ich in dem Zelt heizen kann, heißt das noch lange nicht, also theoretisch heißt das noch lange nicht, dass ich denn auch den Brennstoff vor Ort finde. Ja, das ist noch so ein Ding, je nachdem, wo man das denn aufstellt. Ich rede hier von Totholz, denn natürlich Bäume fällen können wir oben in Lappland theoretisch überall. Aber ihr wisst ja, was ich von solchen Sachen halte. Und aus meiner Beschreibung heraus, wo ich ja sehr oft auf die Größe und so weiter eingegangen bin, bei den jeweiligen Vor- oder Nachteilen, merkt man auch schon, wo es eigentlich auch herkommt aus der historischen Entwicklung, nämlich für Gruppen, das heißt für grundsätzlich mehrere Personen, ob da eine ganze Familie drin gewohnt hat oder wie auch immer, oder sich heute mehrere Personen drin aufhalten. Und natürlich auch als Basecamp, ne? Aufgrund der Tatsache, dass es diese aufwendige Konstruktion, die man nicht mal mitunter, wenn sie halt die entsprechende Stabilität und Größe hat, die man nicht unbedingt jetzt jeden Tag neu aufstellen möchte, sondern wo man sagt, das Ding stellt man einmal hin, das ist ja sozusagen der Fels in der Brandung und dann bleibt das Ding da stehen. Halt eben wie jenen indigenen Naturvölker das gemacht haben. Diese Eignung hat sich bis heute dahin nicht geändert. Ja? Das wäre also sozusagen der Idealfall. Nun muss man allerdings sagen, sind die Pyramidenzelte im Markt, was ich ja gesagt hatte, aufgrund dieses Leichtgewichtsvorteils, wenn man die ursprüngliche Konstruktion mit vielen Stangen halt in nur eine vereint, ja, beziehungsweise den Kompromiss daraus schließt, da wird sie natürlich populärer und mittlerweile gibt es solche Zelte auch für ein bis zwei. Ich habe auch schon Solo-Trekker in so einem Zelt gesehen. Ja? Das muss jeder selber wissen, inwiefern das für ihn irgendwo den entsprechenden Vorlieben entspricht. Ja? Hier mal ein paar Beispiele ebenfalls für diese Pyramidenzelte. Wo ich sonst immer den Hilleberg-Papst zu Anfang genommen habe, würde ich jetzt hier mal so mit dem bekanntesten nehmen, der auch den Namen dieser Bauart in seinem Unternehmen trägt, wäre Tentipi. Ne? Da haben wir das Saphir, das Zirkon, das Onyx und das Olivin zum Beispiel. Ne? Das sind die, ich will jetzt nicht sagen, nicht unbedingt die bekanntesten, aber zumindest ein Hersteller, der sich genau diese Bauart auf die Fahne geschrieben hat. Bei den anderen hätten wir jetzt noch zum Beispiel beim Hellspot das Passweg, das Varanger oder auch das Finnmark. Beim Nordisk das Alfheim, beim Bergens das Lavu und beim Roms das Fairbanks und Greencone. Ja, das sind die ich so gefunden habe und ich habe den Eindruck, dass es grundsätzlich immer mehr werden. Ne, das ist so eine Beobachtung bei mir am Markt, so wenn man das jetzt mal gesehen hat, ja, bezüglich der Entwicklung des Zeltes, die ich so ein bisschen von mir jetzt auch erwähnt hatte, habe ich den Eindruck, dass deutlich immer mehr von diesen Pyramidenzelten rauskommt und dadurch könnte das Ganze natürlich auch irgendwo interessant für andere Leute sein, die vorher noch keine benutzt haben, weil natürlich, wenn Hersteller es auflegen, dann wird es auch für Menschen interessant, die es vorher noch nicht kannten. Ne? Jo, und da habe ich jetzt diese drei Varianten, vier Varianten, ja, wenn wir jetzt mal anfangen mit dem First, das Tunnel, das Kuppel
und dann die Pyramide. Und jetzt hätten wir noch, das sind so Sonderfälle, nenne ich es mal. Ich habe sie Sonderformen genannt. Das heißt, Zeltkonstruktionen, die nicht 100% in solch eine Schublade sich hineinstecken lassen, hat man entwickelt, vermute ich mal. Also bei einigen weiß ich, dass das der Grund ist. Bei anderen, da denke ich, dass es fast eher Mode ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man versucht hat, die Nachteile dieser einen Konstruktion zu vermeiden und dadurch halt mit den Vorteilen möglicherweise einer anderen Konstruktion zu vermischen. Ja? Und da gibt es dann entsprechende Zwitterformen, könnte man die auch nennen. Ja? Hinzu kommt noch, durch diesen zunehmenden Glamping-Markt wurde das Ganze auch noch gefördert. Glamping, ja, ist auch so ein Unwort, aber existiert zumindest, daher sei es kurz erwähnt, ist da so eine Form aus Glamour und Camping. Das ist, könnte man sagen, für die Zeltbewohner das Wohnmobil. Ja? Was ja praktisch auch, ich möchte jetzt keinem auf die Füße treten, aber ne, wir gucken uns hier diese Riesenkolosse an, was man alles, ich brauche eine Sitz, eine Küche, eine Dusche, das muss alles in das Auto rein, womit ich durch die Gegend fahre. Also ich packe sozusagen meinen ganzen Haushalt, mehr oder weniger, in ein Mobil rein, damit ich mich unterwegs so komfortabel wie nur möglich fühle. Das ist im Endeffekt das Glamping in Form von Zelten. Das heißt, du findest irgendwo Zelte, die sind natürlich stationär eingerichtet. Und in der Regel sollte man davon ausgehen, dass die nicht nur für einen Tag aufgestellt werden. Ja, ich kenne sowas aus Afrika ja zum Beispiel, wenn du irgendwo diese Beduinenzelte hast, das könnte man auch schon als Glamping bezeichnen, ja, ist es nicht ganz gerecht, aber wenn es touristisch wird, dann wird es halt schwierig. Ja. Und dieser Trend, das heißt, wo praktisch die ganzen Sitzgelegenheiten, Küche, alles irgendwo in diesem Zelt untergebracht ist, so wie halt damals die Sami oder die Indianer halt in ihrem Lavo oder Tipi gelebt haben, das versucht man, diesen Lebensstil auch mit in diese, das ist auch so eine Art Trend einzubringen. Ich kenne das aus Japan auch, das ist auch, da wird ein riesen Aufwand gemacht. Wenn die sagen, wir gehen Camping, was meint er? Das ist da alles mitgebracht. Das ist also nichts, was du im Rucksack trägst. Naja, und durch genau solche Sachen sind Formen entstanden, wo ich mich manchmal an den Kopf fasse, tatsächlich, aber manchmal gibt es auch was Positives daraus. Ja, ich würde jetzt hier mal so ein paar Sonderformen nennen, die haben jetzt nicht unbedingt was mit Glamping zu tun, sondern ich meine allgemeine Sonderformen, die aus der Verzwitterung der Kombination unterschiedlicher irgendwo entstanden sind, wo man halt eben versucht, jene Nachteile einer Form zu vermeiden und versucht da so ein bisschen Vorteil einer anderen mit reinzudrücken. Ja? Nehmen wir mal beim Hilleberg, da gibt es das Altai, was mir einfällt. Gerade Seitenwände, spitzes Dach. Ja. Dann haben wir beim Bergens das Wiglo. Ja. Wir haben versucht, ein Iglo mit einer Pyramide zu vereinen. Dann haben wir beim Hellsport, jetzt gehen wir mal weiter, das Varanger Dom. Wir haben beim Nordis das Asgard. Wir haben beim Rohns das Klondike. Und bei Savotta haben wir das Havu oder FDF dürfte es auch noch geben. Ja. Die von Savotta kenne ich noch nicht so lange jetzt. Ne. Ja, und was diese Sonderformen angeht, da kann man sagen, es kommen halt, wie gesagt, immer mehr auf den Markt, wenn ich mir das so betrachte. Und das ist ja auch nicht verkehrt, denn möglicherweise durch eine Entwicklung ist ja auch immer irgendwo etwas Positives. Bei einigen muss man aufpassen, aber bei anderen, die haben durchaus Potenzial. Ne? Ich selbst zum Beispiel habe ja auch eine Zwitterform mit dem Hilleberg Tara, was ja nichts anderes ist, als da vermischte man, also Hilleberg hat sich gedacht, wir bringen die Vorteile eines Tunnelzeltes in die eines Geodätes rein. Ne? Und dadurch, siehe Hilleberg-Tara-Video, haben wir halt die entsprechend geraden Seitenwände, völlig ungewöhnlich für ein Kuppelzelt, und dann noch die Stabilität eines Geodätes, völlig ungewöhnlich für ein Tunnelzelt. Ja, es kann also durchaus was Positives rauskommen. Und auch ich habe in meinen eigenen Gedanken, das kann man sich ein oder andere schon denken natürlich, mir eine Zeltform konstruiert, das heißt auch aufgemalt, auch schon durchgerechnet und so weiter. Also das Projekt auf dem Papier steht eigentlich schon, was alles andere als dem Durchschnitt entspricht. Ja, und möglicherweise werde ich mich da eines Tages mal ransetzen und da meine Kappnaht versuchen und dann sehen wir mal, was bei rauskommt. Ja, das ist ja nichts, was ich jetzt heute oder morgen, ich habe erstmal andere Projekte vor, aber ich habe das zumindest auf diese Dings, weil wie gesagt, also bei mir im Gedanken schwört das schon sehr lange umher, weil das, wie anfangs gesagt, eines der wichtigsten Ausrüstungsmerkmale für mich unterwegs auf den Touren ist halt irgendwo jenes Zelt. Und ich bei den Herstellern, bei jedem Zelt habe ich immer irgendwas zu bemeckern. Und ich würde mir eins mal wünschen, wo ich sage,
Da musste kein Kompromiss eingegangen werden, sei es zugunsten des Raumes, des Gewichtes, der Ventilation oder was auch immer, sondern ich möchte ein kompromissloses Zelt. Das war mal mein Anspruch und da schaue ich mal für mich selbst, was dabei rauskommt. Und nachdem ich jetzt jeden Einzelfall für sich jeweils beleuchtet habe, was die Vor- und Nachteile angeht, würde ich jetzt mal ein Fazit daraus bringen, für wen eventuell welche Bauartkonstruktion am besten geeignet ist, wenn ich mir den entsprechenden Schwerpunkt angucke, wo am meisten Wert drauf gelegt wird. Ja, also das heißt, man geht jetzt mit einer Prämisse, ich will zum Beispiel das haben und welches Zelt wäre das? Und das jeweils ganz, ganz kurz, knapp, wirklich nur in einem Satz zu bringen. Wenn ich ein minimales Gewicht haben möchte, nur in dieser Punkt, dann werden möglicherweise die Fürst- und Tippi-Zelte, genau jenes, womit man sehr gut beraten sein könnte. Ja, das heißt nicht, dass andere nicht auch leicht sein können, aber theoretisch ist bei diesen Zelten aufgrund der Bauartkonstruktion, theoretisch zumindest, das geringste Gewicht möglich. Wenn ich einen maximal nutzbaren Innenraum haben möchte, ohne Frage, das Tunnelzelt, dazu nahe wirklich unschlagbar. Ne? Wenn ich die beste Stabilität und gleichzeitig auch den maximale universellen Nutzwert haben möchte, keine Frage, das Kuppelzelt. Und wenn ich halt einen individuellen Wunsch habe, der über all dem hinausgeht, ne, wenn ich die eine Sache mit der anderen irgendwo vereinigen möchte, so wie ich es jetzt euch schon erklärt habe, dann würde ich halt zu solch einer Sonderform greifen, die halt sich in Zukunft möglicherweise immer mehr auf dem Markt irgendwo etablieren könnte. Wo ich jetzt das Zelt an sich beleuchtet habe, diese entsprechenden Bauartformen. Hier noch ein üblicher Disclaimer, wenn man diese bringen darf. Also grundsätzlich wisst ihr, ich bin von nichts gesponsert. Ich bin auch kein super Fan von irgendeiner Marke, sondern ich achte das, was für mich den besten Kriterien irgendwo bietet, die besten Merkmale, das suche ich mir dann heraus. Und ist das Marke X oder Y, dann ist das halt so. Ja. Aber was man hier in jedem Fall noch sagen sollte, dass wenn ich nämlich nicht auf einen Campingplatz gehe, dann ist halt jenes, man nennt das wildes Zelten, grundsätzlich in ganz Europa verboten oder aber minimal nicht gestattet. Maximal geduldet ist es zum Beispiel im Baltikum. Ja, auch da gibt es Gesetze gegen, aber man, also das weiß ich, weil ich da halt, wie gesagt, dort das ein oder andere Mal anzutreffen bin. Ja, mal ja weniger Probleme mit. Und ansonsten gibt es offizielle Ausnahmen, eigentlich nur in den skandinavischen Ländern nach dem entsprechenden Jedermannsrecht. Ne? Also zum Beispiel haben wir da Norwegen, Schweden, Finnland, auch Schottland als Teil von den britischen Inseln. Und die Schweiz nicht zu vergessen, auch da haben wir eine Art von einem Jedermannsrecht. Und durch die ganze Corona-Geschichte ist, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, wurde mir zumindest zugetragen, dass es wohl auch in Polen, dadurch, dass immer mehr Leute rausgehen wollten, man das ein bisschen gesagt hat, okay, ihr könnt auch wieder in den Wald, auch da wurde wohl eine Regelung getroffen. Aber ansonsten, ja, und gerade wenn das Thema jetzt Deutschland und Zelten angeht, dazu habe ich ein entsprechendes Video bei mir auf dem Kanal, was ich das anschauen möchte, was ist wie eigentlich an freien Übernachtungen wo erlaubt. Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Sachen. Aber allgemein kann man festhalten, ne? Bis auf diese Sache mit dem Jedermannsrecht, was man auch wirklich sehr explizit betrachten muss, ist ansonsten das wilde Zelten. Das heißt also, der Markt, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja? Du kannst praktisch Waffen kannst du kaufen ohne Ende, aber ob du sie benutzen darfst, das ist nochmal was ganz anderes. Ja? Und das ist jetzt natürlich ein krasser Vergleich, aber wisst ihr, was ich damit sagen will? Nur weil ich ein Zelt habe oder nur weil ich ein Zelt verkaufe als Hersteller, heißt das noch lange nicht, dass ich dir die Erlaubnis gebe, das überall aufzustellen. Ja? Und drum sollte man darauf achten, kennt ihr meine Ethikregeln, Umgang mit der Natur, auch Belästigung von anderen Menschen und so weiter. Ja, von mir aus geht das immer klar, wenn jemand irgendwo sein Zelt aufsteht und keinen Schaden in der Umwelt oder irgendein sonst was Beeinträchtigung anrichtet, ist es von meiner Sache irgendwo, würde ich das grundsätzlich auch tolerieren, aber ich setze da auch natürlich irgendwo auf euren gesunden Menschenverstand. Und egal denn mit welchem Zelt, welcher Marke, welcher Bauart, Hauptsache ihr fühlt euch entsprechend wohl der jeweiligen Vorteile, dass die Nachteile für euch nicht so schwer wiegen, damit ihr entsprechend guten Aufenthalt in der Natur habt. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß draußen.